Zitadelle der Zeit. Hier waren wir stehen geblieben, liebe Freunde. Genau an diesem Ort des Geschehens waren wir stehen geblieben. Es ist schon lang, lang her. Vielleicht erinnert ihr euch noch? Ich glaube, im April war es. Da habe ich eine Folge zu The Legend of Zelda Breath of the Wild hochgeladen. Und habe euch dann mal gefragt, sowohl in der Folge als auch auf Facebook, als auch auf Twitter. Wie sieht's denn aus? Meint ihr, wir sollen das Projekt weitermachen? Oder denkt ihr, es wäre verschwendete Zeit? Denn eins ist klar, ein 100% Projekt von diesem Spiel würde extrem lange dauern. Und ihr habt euch ziemlich eindeutig dafür entschieden, komm, lass es. Lass es sein. Es ist so groß, so viele Leute Let's Plays oder streamen es oder sonst wie. Und noch dazu kam ja, dass ich es zu meinem Geburtstag geschenkt bekommen habe. Heißt also zum 30. März. Ja, deshalb natürlich viel zu spät, um den ganzen Hype noch mitzunehmen. Das Spiel war ja da schon lange draußen. Von daher haben es die meisten von euch wahrscheinlich sowieso gesehen. Es hätten sich nicht mehr viele angesehen. Sind wir mal ehrlich? Was natürlich jetzt zu der Frage führt, wenn ich das jetzt hier alles so schön erkläre. Denkt ihr euch mit Sicherheit, Fritte, warum zum Geier machst du es dann jetzt doch? Warum zur Hölle sehe ich jetzt 3 Monate später auf einmal Folge 2 in deiner verkackten Upload-Liste? Was zur Hölle ist falsch mit dir? Ich möchte das gerne erklären. In der Zwischenzeit ist vieles passiert. Ich habe das Spiel mittlerweile durchgespielt. Immer zusammen mit meiner Freundin habe ich das schön gespielt. Haben wir das schön zusammen gezockt. Lustig, dass die Fässer wieder respawnen. Haben wir schön zusammen durchgespielt. Und heißt also, das hier ist jetzt kein Blind Let's Play mehr. Die erste Folge war komplett blind. Ich hatte echt keine Ahnung von dem Spiel. Wie man auch gemerkt hat, jetzt werde ich um einiges talentierter vorgehen. Denn mittlerweile habe ich die Ahnung. Ne, muss man einfach mal so sagen. Und ja, wir rüsten mal die Route aus und gehen mal weiter in diesem Spielchen. Während wir hier schon einen Wächter sehen, die werden wir auch sehen. Ja, und was soll das Ganze jetzt? Ich möchte das Ganze mal kurz auflösen. Also für alle, die das Spiel noch nicht kennen, die sich hier so ein schönes Let's Play von Anfang bis Ende ansehen wollen, da bin ich definitiv der Falsche. Wenn ihr allerdings eine lustige Herausforderung sehen wollt, ein Let's Play sehen wollt, bei dem ein Typ richtig verzweifelt, weil er sich eine Aufgabe stellt, die er unmöglich lösen kann, dann bin ich genau euer Mann. Denn ich habe ein Ziel mir jetzt mal vor Augen genommen. Ich fand, wie gesagt, ich habe das Spiel schon, Link schwebt übrigens, glaube ich, oder? Ja, Link schwebt. Das sind magische Zauberkräfte. Nee, ich habe das Spiel, wie gesagt, durchgespielt. Ich fand es super, bis auf das Ende. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich fand den Endboss extrem leicht. Was natürlich wahrscheinlich dadurch kam, dass wir das Spiel sehr lange gespielt haben und sehr, sehr gut ausgerüstet haben. Ja, und dann dementsprechend, man kann natürlich verschiedene Wege wählen, wann man den Endboss nimmt und wann man ihn ignoriert oder ob man ihn erst später macht oder sowas. Und ich habe ihn gleich, ja, halt ziemlich, ziemlich spät gemacht, zusammen mit meiner Freundin, also wir. Und dementsprechend einfach war er dann auch. Jetzt allerdings wird er das nicht. Na du? Was machst du denn hier? Bam! Wohl nichts mehr. Danke für den Stock. Ja, Bockblinhauer. Und ein Bockblinhorn, das kennen wir schon. Ja, also wie gesagt, ne? Und da ich das Ende so leicht fand und ich genau weiß, dass es nur daher kommt, dass ich einfach viel zu früh hingegangen bin. Ich weiß gar nicht, warum ich das ganze Zeug aufsammle. Wahrscheinlich aus Prinzip und aus Verzweiflung. Möchte ich eine Challenge begehen. Wir müssen das vergessene Plateau hier oben machen. Also das ist so das Tutorial im Spiel sozusagen. Damit wir ein bestimmtes Item im Spiel bekommen. Wahrscheinlich wisst ihr alle welches. Ich verrate es jetzt aber nicht. Und sobald wir dieses bestimmte Item haben, werden wir uns auf den Weg machen. Oh, das ist sogar noch mit Animation. Sobald wir dieses eine Item haben, werden wir uns auf den Weg machen, die allererste Quest, die man im Spiel bekommt. Nein, es ist natürlich nicht die erste. Die erste ist die ferne Stimme.
eine der ersten Quests, die man im Spiel bekommt und eine der Quests, die bei den meisten wahrscheinlich am längsten liegen bleiben, zu machen. Nämlich, wir werden uns dann direkt zu Schloss Hyrule machen und Ganon kloppen. Oder es zumindest versuchen. Wir gehen also, nachdem wir die ersten vier Schreine gemacht haben, mit dem König gesprochen haben und so weiter, das werden wir uns alles ansehen. Und danach geht's ab zu Schloss Hyrule. Wir werden uns kein weiteres Herz dazu holen. Machen wir nicht. Sondern wir werden uns Ausdauer hinzuholen. Und das Ganze als Drei-Herz-Challenge sozusagen spielen. Ja, und dann mal schauen, was bei rumkommt, ne? Holzpfeile nehmen wir mit. Why not? Oh, die Route ist zerbrochen. Das war ja sehr elegant. Ja. Die Route zerbricht auch gleich. Was ist hier drin? Ein Reisebogen. Den werden wir auf jeden Fall gebrauchen. Definitiv. Also, es ist eine Challenge, die ich mir selbst stelle. Einfach um mal zu gucken, kann man das schaffen? Mit drei Herzen. So, wir beten mal ganz kurz. Das schadet nämlich nie. Achso, es bringt noch gar nichts. Okay. Später kann man sich nämlich an solchen Statuen Herzen oder eben mehr Ausdauer kaufen. Wie ihr seht, geht die Ausdauer ziemlich schnell weg. Und diese Viecher, die werden wir definitiv noch sehen. Das sind meine absoluten Lieblingstypen in dem Spiel. Sagen wir es mal so. Okay. Wir machen uns mal auf Richtung die ferne Stimme. Und werden mal der Story so ein bisschen folgen. Na, klappt ja klasse. Das klappt ja gar nicht. Genau. Wow, und da ist ja noch nicht mal was drin. Also wie gesagt, es wird eine kleine Challenge. Und wir schauen mal, wie wir sie überleben werden. Schloss Hyrule mit drei Herzen. Das kann ein sehr lustiges Let's Play werden. Und ich habe mir halt auch so gedacht, im stillen und heimlichen Kämmerchen, mich hat so ein bisschen gestört, da ich Zelda angefangen habe und wieder ein Projekt auf dem Kanal einfach nicht beendet habe. Und drum habe ich mir gedacht, komm, wenn wir es so machen und es wirklich schaffen sollten, dann hätten wir ja Zelda irgendwie durchgespielt, ne? Zwar nicht 100%, aber wir hätten es immerhin durchgespielt. Und es ist auf jeden Fall ein lustiges Projekt. Da drüben sind Bockblins, mit denen lege ich mich gerade mal noch nicht an. Ich würde sagen, wir legen uns allgemein noch mit niemandem an. Sondern wir gehen mal dahin, wo der Punkt auf der Karte ist. Es dürfte da vorne sein, schätze ich mal. Von daher gehen wir da einfach mal hin. Komm. Einen verschwenden wir mal. Die Bewegungssteuerung ist an. Was zur Hölle? Ich habe mich gerade gewundert, warum. Nein. Ja, super. Den wollte ich gar nicht verschießen. Ja. Wie ihr seht, wenn die Bewegungssteuerung aus ist, dann spiele ich gleich viel besser. Nicht. Das kann ja heiter werden. Wenn ich schon zu blöd bin, Bockbillen an den Kopf zu schießen. Bam. So, jetzt aber. Ja, mal schauen. Ich bin sehr gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. So, die verfehlten Pfeile können wir jetzt wieder einsammeln. Oh, warte mal, der hat Sachen fallen lassen. Reiseschwert. Diese Art Schwert ist in ganz Hyrule zu finden. Es ist robust, aber keine sehr effektive Waffe im Kampf gegen Monster. Bockschild. Ein krudes Machwerk aus schlampig zusammengezimmerter Baumrinde. Geht gerade so als Schild durch, wenn man ein Auge zudrückt. Yo, Schilder haben wir jetzt also auch. Oder Schilde haben wir jetzt auch. Keine Schilder. Das ist ein gerne genommener Fehler, den ich mache. Den viele machen. Ich muss mich gleich mal wieder rechtfertigen. So, dann aktivieren wir ihn. Es kann zu leichten Erschütterungen kommen. Ja, sehen wir mal.
Ja, mal gucken. Kommt es zu leichten Erschütterungen? Das Eichhörnchen so, oh shit. Die Vögel so, oh shit. Die Bockblind so, ach du Kacke. Was geht an? Und der Turm so, ja, ich bin ein Phallus im Buch. Nein, das denkt er sich nicht. Sehr episch inszeniert das ganze Spiel, muss ich einfach sagen. Sehr, sehr episch. Ja, ich kann euch wirklich empfehlen, holt euch dieses Spiel. Es macht wirklich Spaß. Es ist wirklich ein grandioses Spiel. Und wir sind jetzt auf dem Turm des Plateaus. Und bitte lasst nicht dieses Let's Play hier das erste sein, was ihr von dem Spiel seht. Schaut bitte ein anderes Let's Play davor. Ganz ehrlich. Weil, ja, das wird dem Spiel nicht gerecht. Das wird hier definitiv dem Spiel nicht gerecht. Ich werde hier so wenig zeigen, dass sich das eigentlich gar nicht lohnt. So, wir kriegen die Karte des Plateaus. Das kriegt man nämlich immer, wenn man einen Turm entdeckt. Wie ihr gesehen habt, gibt es jetzt noch ganz viele andere Türme in anderen Bereichen der Welt. Und immer wenn ihr einen entdeckt, dann bekommt ihr die Karte vom jeweiligen Bereich. Erinnere dich. Was? Erinnere dich. Erinnere dich. Woran? 100 Jahre lang hast du geschlafen. So ungefähr hin seit der ersten Folge. Wenn dieses Ungeheuer seine vollständige Kraft wiedergewinnt, ist die Welt dem Untergang geweiht. Oh, shit. Geil. Jetzt geh. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Beeile dich. Wenn sie wüsste, wie recht sie damit hat. Denn diesmal werde ich keine 170 Stunden spielen, bis ich zum Ende gehe. Nein. Diesmal werden es nur ein paar wenige sein, die wir verbringen. Ob das so clever ist, werden wir sehen. Jetzt heißt es erstmal, nix hier runter. Na, hier können wir uns auch fallen lassen, oder? Ja. So, hier auch. Jawohl, hier auch. Jawohl, hier auch. Jawohl. Nur nicht zu übermütig werden, wenn man hier runterfällt, dann kann es auch schon ganz schnell vorbei sein. Aber hey Leute, wir sind bis jetzt noch nicht einmal gestorben. Ist das viel wert? Ich denke nein. Was zur Hölle? Oh shit, wo kam er denn her? Junge, Junge, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe gesehen, wie du überall diese Bäume, diese Türme aus dem Boden geschossen sind. Das muss heißen, die Kraft, die unter Hyrule schlief, wurde erweckt. Du warst gerade auf dem Turm, oder? Was gab's denn dort oben? Da war eine Stimme. Aber ich weiß nicht, was dich angeht. Du brauchst es nicht zu verheimlichen. Ich habe alles ganz genau beobachtet, was sich dort oben abgespielt hat. Du Spanner! Ich bin mir recht sicher, dass du eine Stimme aus Richtung des Schlosses vernommen hast, nicht wahr? Was zur Hölle? Volltreffer, was? Hast du nicht eine Vermutung, wessen Stimme das gewesen sein könnte? Naja, so ehrlich gesagt, ich habe mehr als eine Vermutung. Ich hatte auch schon damals mehr eine Vermutung, als ich das erste Mal gespielt habe. Aber ich sag mal, ich weiß es nicht. Ich verstehe schon. Das ist bedauerlich. Ja, ja. Ich bin nämlich alt, drum rede ich so. Aber dieses unheilvolle Wabern rund um das Schloss ist dir sicher nicht entgangen, oder? Nee, ehrlich gesagt nicht. Wir nennen es die Verheerung Ganon. Es ist nun 100 Jahre her, dass deine erste Folge online gekommen ist und dass dieses Unheil das Reich Hyrule zerstört, das sich einst hier befand. Es tauchte wie aus dem Nichts auf, zerstörte die Städte und kostete einen Großteil des Volkes das Leben. Und seit 100 Jahren verweilt es nun dort. Eine lange Zeit. Es hängt wie ein Geschwür an Schloss Hyrule, einst stolzes Wahrzeichen des Königreiches.
Ja, so ist das. Junge, du verspürst den Drang, zum Schloss zu gehen, habe ich recht? So ist es. Du weißt nicht, wie recht. Das dachte ich mir. Leider wird da so schnell nichts draus. Das Plateau, aus dem wir uns befinden, ist von jenen Abgründen umgeben. Jeder, der dort hinunterfällt, ist verloren. Aha. Wenn man allerdings wie ich ein Parasegel besitzt, sieht die Sache schon anders aus. Ja, dann gib mal her. Ho, ho, ho. Na gut. Aber nur unter einer Bedingung. Ich will, dass du einen gewissen Schatz für mich besorgst. Eine vergessene Welt ist unsere nächste Quest. Und die werden wir uns gleich ansehen. Folge mir. Okay, machen wir. Kann man ihn jetzt ansprechen? Geduld, es ist noch nicht so weit. Komm mit. Warum ist er auf einmal homosexuell? Ich weiß nicht. Da hinten fliegt was. Ja. Lauf halt noch langsamer. Siehst du das da vorne? Diesen Schrein, der so ein sonderbares Licht abgibt. Ich weiß auch nicht, warum ich so behindert rede die ganze Zeit, aber zur gleichen Zeit, als der Turm sich aus dem Boden erhob, begann dieser Schrein zu leuchten. An solchen Orten findet man für gewöhnlich kostbare Schätze. Du wirst mein Parasegel haben, oder nicht? Dann bin ich mal gespannt, was du mir für einen Schatz mitbringst, du Arsch. Aha. Komm schon, bring mir den Schatz aus dem leuchtenden Schrein. Ich will nämlich Geld. Okay, ich kann es kaum erwarten, ihn in meinen Händen zu halten. Ja, okay, alles klar. Wir gehen ja jetzt mal hin und bringen ihm seinen Schatz. Ja, und diese Schreine beinhalten für gewöhnlich Rätsel, die ihr lösen müsst. Und für jedes dieser Rätsel erhaltet ihr ein sogenanntes Zeichen der Bewährung. Ich erkläre das jetzt einfach mal für alle Zelda-Neulinge, also Zelda Breath of the Wild-Neulinge, sagen wir es mal so. Und ja, mit 4 Zeichen der Bewährung, wie gesagt, könnt ihr später im Spiel bei der Göttin Hylia bzw. bei den Statuen von ihr einen Ausdauercontainer oder ein Herzcontainer verlangen. Wir befinden uns nun beim Ma-Ono-Schrei und untersuchen die ganze Geschichte mal. Chica-Stein erkannt. Schreine sind zudem ein Teleportziel, was hier auch nochmal steht. Heißt, ihr könnt euch, sobald ihr einen Schein untersucht habt, immer wieder zu diesem hinporten. Was am Anfang ziemlich doof war, fand ich. Aber ich fand, das war keine coole Idee, dass man sich durch die Welt porten kann. Weil ich halt wieder so ein Geisteskranker bin und mir denke, das ist voll unreal, man muss überall hinlaufen. Aber wenn man das Spiel mal eine Zeit lang spielt, wird man froh über diese Funktion sein. Und es ist auch absolut okay. Ich meine, wenn man trotzdem so krank ist, kann man trotzdem rumlaufen. Und es lohnt sich auch wirklich rumzulaufen. Denn man findet dabei einfach viele verschiedene Dinge, ja, die man sonst übersieht. Also rumlaufen ist immer auch eine gute Option gegenüber dem Warpen. Willkommen, Pilgerer. Mein Name ist Ma-Ono. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Mit Magnetismus. Wir haben hier 2 Metallplatten. Ein Metallgitter. Und hier wieder so ein komisches Ding, wo wir einen Chica-Stein reinstecken können. Chica-Stein erkannt. Datenübertragung beginnt. Magnetmodul. Lässt sich metallene Objekte bewegen, erfasst der Magnetstrahl ein Objekt aus Metall, kannst du es hochheben und frei umher bewegen. Und dieses Magnetmodul werden wir jetzt brauchen. Das Ganze ist, wie gesagt, ein Tutorial und drum kriegt man dieses Parasegel auch erst, wenn man eben das Spiel ein bisschen gespielt hat. Also man kann jetzt die Dinger wirklich ganz frei durch die Gegend heben.
kann es auch ja, irgendwo hinschmeißen. Man kann auch Gegner damit killen sogar, lustigerweise. Aber das brauchen wir jetzt alles nicht. Wir müssen uns nur den Weg frei machen. Und dann sehen wir hier ebenfalls ein Loch. Oh, passt. Da vorne ist schon ein Wächter, so ein kleiner. Krass. Ich wusste gar nicht mehr, dass dieser erste Schrein schon so anspruchsvoll ist. Ist hier hinter irgendwas versteckt? War da vorne irgendwas versteckt? Nicht, dass ich hier irgendwas verpasse. Ja, danke. Für nichts. Ist hier irgendwas versteckt? Nicht, dass ich hier gleich mal an irgendwas vorbeirenne, was voll offensichtlich ist. Nee. Alles klar. Gehen wir mal weiter. Ja, da ist der echte erste Wächter. Ein ganz kleiner zum Glück. Und dann die Schreine haben die Besonderheit. Ah, wir reichen eigentlich ganz hin, ne? Dann machen wir es gleich. Die Schreine haben diese Besonderheit, dass man... Scheiße. Dass man an den Mauern hier nicht klettern kann. Normalerweise kann man das ganze Spiel über klettern. Aber an diesen Schreinen, weil das zu dieser antiken Shika-Technologie zählt, kann man nicht klettern. Außer es ist nur ein ganz kleiner Vorsprung, so wie der hier, dann geht das. Der macht ja... Oh, der macht doch was. Au. Jetzt eigentlich mein... Oh. Such die Musik! Such die Musik! Oh. Quatsch. Ah, so schwer ist der Schrein nicht. Macht's gerade auch ein bisschen spannender, als es sein müsste. Au! Dummes Arsch! Nein! Wow! Ah, ist wahrscheinlich auch nicht die einfachste Variante, wie ich das hier gerade versuche, ne? Weißt du was? Hallo Sau! Au! Schon ein Herz abgezogen! Kamera? Oh, ich habe ihn getroffen! No-Look-Hit! Okay, also ein Herz hier zu verlieren in dem Schrein ist schon ein bisschen lächerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Da oben ist eine Kiste übrigens. Ah ja gut, was willst du machen, ne? Also hier, das ist wie gesagt so ein Tutorial, so ein bisschen. Ja. Ja. Ja, okay. Alles okay. Ich verstehe schon, das Spiel will mir mitteilen, dass ich schlecht bin. So, und die Kiste hier kann man sich auch wunderbar mit dem Magnetenmodul holen. Nicht jede Kiste kann man sich so holen, aber diese hier schon, weil sie aus Metall ist, logischerweise. Und wir kriegen einen Reisebogen. Einen weiteren, glaube ich, ne? So. Und das war's mit diesem Schrein. Her. Mit dem Schatz für den alten Mann. Du hast die Herausforderung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Ich bin Maono. Vor ungeahnter Zeit offenbarte sich die Göttin Hylia vor mir. Sie gab mir die Aufgabe, diesen Schrein der Prüfung zu erschaffen. Ich wurde der Priester, welcher die Pilger auf ihre Fähigkeiten hin prüft, die Verheerung zu besiegeln und zu besiegen. Nach Äonen erscheint nun endlich der wahre Held vor mir. Ja, ich erlaube mir, dir im Namen der Göttin Hylia dieses Zeichen der Bewährung zu verleihen. Gerne,
Her damit. Ja, das ist unser erstes Zeichen der Bewährung. Ein Zeichen, das einem Helden für das Bestehen einer Herausforderung verliehen wird. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Jo, so ist es. Du sagst es. Okay. Steine hochheben. Manchmal verstecken sich unter Steinen kleine Tiere. Also man kann ja auch so kleine Tipps, ne? Ja. 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 Ja, ja. Und so weiter, ne? So ist es. Erster Schrein haben wir geschafft. Jetzt gehen wir mal zum alten Opa. Und schau mal, was der uns dazu zu sagen hat. Da ist er auch schon. Du scheinst ein Zeichen der Bewährung erhalten zu haben. Nicht schlecht für den Anfang. Woher weißt du davon? Ganz einfach. Ich kann hell sehen. Mit dem Alter sieht man die Dinge vor sich nur noch verschwommen. Doch die Verborgenen erscheinen umso schärfer. Obwohl das sicher nicht bei jedem dahergelaufenen Greis der Fall ist. Es sieht schwer danach aus, als seien die Türme und dieser Schrein deinetwegen aufgetaucht. Genau gesagt, wegen dieses Schika-Steins, den du dort am Gürtel trägst. Ja, ist ja alles schön und gut. Und das Paarsegel? Sei doch mal still und hör zu! Verdammte Jugend! Vor langer, langer Zeit lebte an diesem Ort eine hochentwickelte Kultur, die Shika. Durch ihr Wissen konnte dieses Land ein ums andere Mal vor dem Untergang bewahrt werden. Diese Kultur verschwand schon vor Jahrtausenden von der Bildfläche. Doch Überreste ihrer Zivilisation, wie dieser Schrein, scheinen bis heute überdauert zu haben. Hör mir gut zu. Von diesen Schreinen gibt es noch weitere. Allein auf diesem Plateau habe ich noch mindestens 3 weitere gesehen. Wenn du in jedem davon ein Zeichen der Bewährung errungen hast, werde ich dir das Paarsegel überlassen. Aber du sagtest doch... Ob nun ein Schatz oder 4, macht das denn wirklich so einen großen Unterschied? Als Ausgleich gebe ich dir auch einen Hinweis, wie du die Schreine leichter finden kannst. Und das gilt nicht nur für Schreine, also merk es dir gut. Entschuldigung. Gut, der Trick ist, sich von einem hohen Punkt aus umzusehen. Apropos, wie wäre es, wenn du nochmal einmal auf diesen Turm steigen würdest? Du machst Witze. Keine Angst, du musst nicht klettern. Sieh dir mal auf deinem Schika-Strein die Karte an. Mach ich. Aha. Hast du die blauen Siegel gesehen, die sich vor dem Schrein und auf dem Turm befinden? Mit der Kraft des Schika-Steins kannst du dich an diese Orte teleportieren lassen. Zumindest habe ich das gehört. Der weiß ja ganz schön viel. Vielleicht ist das aber auch alles nur ein Ammenmärchen. Aha. Ist klar. Ja, dann würde ich sagen, teleportieren uns gleich da hoch, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch bei Folge 3 wieder mit dabei von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Von unserem, ja, Selbstmordkommando wahrscheinlich. Das wäre eine ganz gute Überschrift für dieses Projekt. Ja, ich würde sagen, bis dorthin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Liebe Grüße, euer Fritte.